Kopftreffer Nummer 1. Wer gewinnt das Erstliga-Derby auf der Schütze? Alles über das Duell zwischen OB und U21 vom FCB. Kopftreffer Nummer 2. Was heisst Taekwondo? Alles über die Schweizer Meisterschaft unter Basler Boris Djakovic. Und Kopftreffer Nummer 3. Wer schafft es nach Lausanne? Alles über die Basler Ausscheidung von der Finale vom Crash Dice Event. Und das alles gibt es im Heimspiel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Telebasel Sportmagazin. Und jetzt zu einer kleinen Lektion Koreanisch. Auch wenn ihr kein Koreanisch könnt, die drei Wörter habt ihr sicher schon mal gehört. Tae heisst Fuß, Kwon Fust und Do die Lehre. Der beste Schweizer Taekwondo-Kämpfer ist der 22-jährige Basler Boris Djakovic. Das Yverdon hat er gestern seinen Schweizermeistertitel verteidigen. Das ist Taekwondo, die Sportart von Boris Djakovic, seit er 9 Jahre alt ist. Ja, ich wollte schon mal Kampfsport machen. Oder? Meine grossen Vorbilder sind natürlich Jackie Chan und Bruce Lee. Ich habe immer gerne geschaut. Und, natürlich wollte ich auch so Sachen kennen, so die Backflips und all die Dreikicks und all die spektakulären Sachen. Deswegen habe ich angefangen mit Taekwondo. 13 Jahre sind seit den Anfängen vergangen. Der Boris Djakovic ist mittlerweile Taekwondo-Profi, Schweizer Meister und Yverdon, darum grosser Favorit. Ich probiere auch irgendwie ohne Gefühl, ohne Druck reinzugehen im Kampf. Ja, ist ein bisschen komisch momentan, muss ich auch zugeben, aber ja, mal schauen. 3 Siege braucht es nur bis zum Titel. Der erste Kampf ist eine klare Angelegenheit. Nach mehreren Kopftreffern gewinnt der Boris Djakovic mit 24:3 und zieht in Halbfinale. Und das führt unter anderem dazu, dass auch der Gegner im Halbfinale chancenlos ist. Der Boris Djakovic auch hier wieder mit einem Kopftreffer, zieht ohne Probleme ins Finale. Einen ebenbürtigen Gegner hat er bis jetzt nicht gehabt. Für ihn ist das Schwierige mit dem ganzen Druck umgehen in der Schweiz. Oder? Eigentlich kann er nur verlieren hier. Und das ist schwierig, das ist die Herausforderung an diesem Spiel. Er hat ernsthafte Konkurrenten, aber die trifft er erst im Halbfinale und im Finale. Diesmal ist es erst im Finale der Fall. Sein Trainingspartner, der Gontaf van Beek aus Biel, ein echter Brocken. Der Boris Djakovic das mal in der roten Weste. Kampf ausgeglichen, 7:7 nach der regulären 2x2 Minuten. Entscheiden muss der Golden Point. Wer zuerst trifft, gewinnt. Der Boris Djakovic mit dem entscheidenden Kopftreffer. Der 22-Jährige ist zum zweiten Mal Schweizer Meister. Ehrlich gesagt, wir dachten, wir müssen zusammenreissen, nicht anfangen zu heulen. Ja, natürlich, es ist immer so ein grosser Moment, wenn man den Titel verteidigen kann. Speziell, wenn man gegen einen sehr guten Kämpfer muss kämpfen im Finale, oder? Und es Kopf-an-Kopf-Rennen ist am Schluss. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich bin ich happy. Happy und auch wieder ganz klasse, so wie sich das außerhalb von der Taekwondo-Matte gehört.